Wiederum haben wir es mit einer Anwendung des Satzes von Castigliano zu tun. Der gegebene Balken wird durch zwei Kräfte P belastet. Mittels des Satzes von Castigliano ist nun die Verschiebung des Punktes C, an dem diese Kraft P angreift, zu bestimmen. Wir möchten gerne hier an der Stelle C die Verschiebung wissen. Da haben wir Kraft, das heißt, die Verschiebung an der Stelle wird was sein? Das ist ein wichtiger Hinweis, die Kraft, die speziell in dem Punkt angreift. Aus dem Grund habe ich die Kraft hier auch PC genannt, weil wenn man es P nennt, dann ist es das gleiche P wie rechts und das greift aber nicht beides im Punkt C an. Also bis die Ableitung passiert ist nach Castigliano, Moment nach PC abgeleitet, muss man die beiden unterscheiden können. Danach ist es egal, weil dann setzen wir es sowieso ein, aber bis dorthin muss man wissen, nach was man eigentlich ableitet. Also man darf es nicht einfach P belassen, weil dann würde man nach beiden Ps ableiten, was nicht stimmt. Ja, also Koordinatensystem zeichne ich vielleicht da wieder mal ein. Das ist das übliche XZ-System mit positiver Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn. Dann machen wir ein Freikörperbild. Lagerkraft FA, Lagerkraft FB. P, C und P und jeweils die Abstände A. Ich lasse Ihnen die Freiheit zu sagen, dass Sie sehen, dass da keine Horizontalkraft gibt, deswegen brauchen Sie auch keine Horizontalkraft in A einzeichnen, von mir aus. Weil das sieht man sofort beim Hinschauen, dass da nichts auftreten kann in dem Fall. Außer natürlich, es ist irgendwie eine thermische Beanspruchung auch noch dabei, dann könnte man darüber diskutieren. Aber so nicht. Gut, dann rechnen wir die im Schnelldurchlauf aus. Einmal in positive Z-Richtung. Das Gleichgewicht liefert FA ist PC plus P minus FB natürlich. In X-Richtung ist 0. Und das Moment habe ich um den Punkt A angeschrieben. Das ist FB mal 3a ist gleich P mal 2a plus PC mal a. Da sehen Sie es eh schon. Wenn Sie jetzt das nicht PC nennen, dann können Sie an der Stelle nicht mehr unterscheiden, um nach welchem P man eigentlich ableiten muss. Das liefert also ein FB. Das a kürzt sie raus. Das FB setzt sich zusammen aus ein Drittel PC, ja, plus zwei Drittel P. Und das FA ist genau das Komplementäre. Das ist ein Drittel P plus zwei Drittel PC. Schnittgrößen, Schnittmomente schreibe ich nur mehr, weil alles andere interessiert uns jetzt eigentlich nicht. Starten wir wieder von links, dann ist hier unser FA. Das nenne ich jetzt gleich, man kann es natürlich einsetzen, aber ich nenne es sofort FA, weil dann brauche ich weniger Schreibarbeit. Und nachdem unser X nach rechts geht, ist das das positive Schnittufer. Es gibt also ein positives Moment, M von X1 und es gibt der Vollständigkeit halber eine Querkraft Q von X1, die wir allerdings nicht ausrechnen, weil sie fürs Problem irrelevant ist. Das Moment hingegen kann man sofort hinschreiben. Das ist ja nichts anderes als FA mal den Abstand. Ein Drittel P mal X1 plus zwei Drittel PC mal X1. Ja? Und damit ist die Ableitung, wir haben gesagt, wir müssen noch PC ableiten, 2 Drittel X1. Gut, das gleiche in den anderen beiden Bereichen.
hier geschnitten. Nach wie vor ist da FA, hier irgendwo PC, Q von X2 und M von X2. Und dann wird eben das schlagend, wie man die Schnittgrößen behandelt. Ich mache es typischerweise so, dass ich das als A mitnehme da, als Konstante, die kennt man ja, und meine Variable als lokale Laufvariable, eigentlich sollte man das da oben X1 nennen und das dann X2 laufen lasse. Das überlasse ich aber Ihnen. Sie müssen halt das Integral entsprechend anpassen, wenn Sie es nicht machen. Also, ich zeige es Ihnen dann nachher nochmal, was der Unterschied wird. Das M von X2 wird dann in dem Fall 1/3 P mal A plus X2 und das ist das FA, 2/3 PC A plus X2 minus PC mal X2. Also zusammengefasst 1/3 P mal A plus X2 plus 2/3 PC mal A, das X2 ziehe ich raus und nehme das minus PC X2 als Summe mit, dann bleibt minus 1/3 PC X2, 2/3 minus 3/3. Ableitung, wieder nach PC, liefert dann 2/3 A minus 1/3 X2. Und das gleiche noch einmal für den dritten Bereich. Schneidet da jetzt konsequenterweise alles von links, was natürlich unnötig Arbeit ist eigentlich, aber machen wir es halt einfach einmal. So, dann haben wir da herüben, also das ist das PC, dann haben wir hier herüben noch das P, nachdem nicht abgeleitet wird, unsere Querkraft. Jetzt heißt die Variable da X3 und die Abstände jeweils A und X3. So, wie schaut dann das Moment aus? Wir haben einmal das FA mit 2A plus X3 Hebelarm jeweils. Also 1/3 P, 2A plus X3 und 2/3 PC. Mit dem gleichen Hebelarm, 2a plus x3. Dann minus pc, das ist das von oben, das pcx2 wird, wie Sie richtig gesagt haben, zu einem a2, also a plus x3. Und wir haben das p selbst ebenfalls negativ mit x3. Ableiten nach PC liefert dann fertig gerechnet gleich zusammengefasst 1/3 A minus 1/3 X3. So. Jetzt kommt noch eine Frage an Sie alle. Was ist jetzt mit dem PC? Genau. Also im Prinzip sind wir da schon fast bei einer Hilfskraft. Durchs Unterscheiden müssen, ist es sowas wie eine Hilfsvariable PC und die muss man am Ende nicht 0 setzen wie eine Hilfskraft, sondern den eigentlichen Wert zuweisen. Das ist P. Genau, also wir brauchen hier oben noch jeweils ein M von X1 an der Stelle PC ist gleich P. Das muss man einsetzen. Das M von X1 an der Stelle P ist P mal X1. Hier genauso, das M von X2 an der Stelle P
PC ist gleich P liefert P mal A. Und ganz unten noch einmal alles eingesetzt, zusammengefasst, liefert P mal A minus P mal X3. Ja, also diese schwarzen Zusammenhänge brauchen wir jetzt fürs Integral für den Satz von Castigliano. Und jetzt kommt der Punkt mit den Grenzen für das Integral. Die Verschiebung an der Stelle C ist 1 durch Biegesteifigkeit, 1 durch EJ, und dann mehrere Integrale. Einmal das Integral vom ersten Bereich, jeweils mit der Ableitung des Momentes und Moment, integriert über x1. Ich lasse die Grenzen momentan noch offen. Das gleiche fürs zweite und fürs dritte, für den dritten Bereich. Nachdem jetzt meine Laufvariablen x1, x2, x3 jeweils Variablen sind, die lokal laufen, muss ich die Grenze ja dementsprechend wählen. Weil die Grenze hängt ja mit der Laufvariable zusammen. Alle diese Bereiche, wenn man nochmal in die Angabe raufschaut, laufen jeweils über den Bereich A. Von 0 bis A, von A bis C da und von C weg wieder von 0 bis A und dann bis B wieder von 0 bis A, weil ja jeweils x1, x2, x3 da am Bereichsanfang startet. Das andere haben wir schon als bekannt vorausgesetzt und konstant mit A mitgenommen. Das heißt, meine Integrale müssen laufen, alle drei von 0 bis A. Wenn Sie es anders machen, nämlich immer das x von hier weglaufen lassen, was ja auch geht, wie wir wissen, und dann entsprechend Bereiche einschränken müssen, dass nämlich der erste nur von 0 bis a gilt und der zweite von a bis 2a und der dritte von 2a bis 3a, dann muss natürlich das Integral genauso laufen. Dann muss das erste Integral laufen von 0 bis a, das zweite Integral von a bis 2a und das dritte Integral von 2a bis 3a. Sonst macht man einen Fehler. Das muss zusammenpassen. Okay? Und das liefert Ihnen dann natürlich den zusätzlichen Faktor, den wir hier da jeweils schon drinnen haben mit dem a. Klar, dann liefert es halt das Integral. Gut, werten wir das Integral aus. Das sind eh alles nur Polynome. Wenn Sie das durchführen, kann man alles zusammenfassen. Muss natürlich addierbar sein, weil überall die gleiche physikalische Dimension vorkommen muss. Und am Ende sollte hier 5 PA der dritten durch 6 EJ rauskommen.